Hallo und ich begrüße euch herzlich zurück zu Let's Play Pokémon Platin. Das letzte Mal sind wir vor der alten Villa stehen geblieben und haben... Ja, was haben wir da eigentlich gemacht? Ja, wir haben Ghosts ausgebrütet, was eine Enttäuschung war, weil ich irgendwas anderes erhofft hatte. Und dann kam Togepi raus, hab's Ghost genannt, weil es einfach eine Enttäuschung war. Wobei Ghost keine Enttäuschung für mich ist, aber für viele andere. Egal. Kommen wir von dem Thema weg. Ja, und dann habe ich gemerkt, Moment, ich kann ja einen Togekiss bekommen. Irgendwann mal. Das ist sowieso eine Sache. Was ich noch machen möchte als sechstes Pokémon, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir, wie ihr unten sehen könnt, etwas später. Es ist noch der gleiche Tag sogar. What happened? Und ich werde mir jetzt einen Rotom fangen. Ja, weil ich Bock drauf habe. So, erstmal begegnen wir hier einem Nebulak, denn das hat Bock, uns zu trollen. Und ich habe auch Bock, das Nebulak zu trollen, indem ich es einfach mal auseinandernehme. Funkensprung. Du tot. Was soll ich, Level 14. Kann Ghost eigentlich irgendwelche TNs erlernen, dass ich sie so nenne? Ist echt schlimm schon eigentlich. Rückkehr, Felskrab, Raub, Aufbereitung, Blitz, Delegator. Ich habe ja nicht wirklich was Geiles, also lassen wir es mal. Der Delegator, ja, ja. Es ist halt... Delegator ist schon nice, ne? Aber wir haben halt hier ein Playthrough und da ist der Delegator eher... so nötig. Gut, wir haben abends. Das heißt, eigentlich müsste jetzt auch der Finsterball besser sein. Aber ich sichere vorher mal, denn wer weiß, was auf uns zukommt. Blub. Innen im Fernseher. Da scheint ein Pokémon drin zu sein. Das Pokémon würde anscheinend gerne herauskommen. Am Fernseher wackeln. Wiggle, wiggle, wiggle. Boah, dieser Screen. Dieser Anfang vom Ding, vom Kampf. So, lass mal den Kampf gegen Schrotom beginnen. Das wird äußerst lustig, hoffe ich. Donnerschock, gut, das, damit können wir leben. Ziemlich gut sogar. Lol, warum hast du kein Synchro? Und Attacke geht daneben, natürlich. Ist ausgewichen. Nee, wie sind wir ab der fünften? Er macht die Para-Flinch-Hex. Warum? Nein. Du bist kein Klefki, Rotom. Lass den Scheiß. Und jetzt auch noch Doppelteam. Das ist das absolute Trollviech. Was soll das? Jetzt muss ich durchkommen durch die Verwirrung. Okay. Ich muss durch die Para durchkommen, durch die Verwirrung und ihn auch noch treffen, weil er Donner... der Doppelteam. Was ist denn das für eine Ekelhaftigkeit, bitte? Danke, ich bin nicht mehr verwirrt. Natürlich geht die Attacke daneben. Ich kann auch einen Donnerblitz aushalten, Donnerschock aushalten. Oh Mann, bitte Lord, treff ihn. Treff ihn einfach. Danke. So. Ich bin noch geparat, nicht so schlimm. Mal gucken, was ich mir mit einem Megasauger zurückkommen holen kann, wenn ich überhaupt treffe. Das ist natürlich das Wichtige. Natürlich treffe ich nicht. Ah, blöder Kampf. Ich mag die Musik hier übrigens nicht, die mit, die, na, die kommt, wenn normale legendäre Pokémon kommen, sag ich jetzt mal, also hier, oder halt solche speziellen, wie jetzt auch Rotom oder, Heatran, da ist es, glaube ich, genauso, die mag ich nicht. Allgemein ist die vierte Generation, ich liebe zwar die Musik, weil, Pokémon hat immer gute Musik, aber, es hat viele Tracks, die ich auch einfach gar nicht mag. Das ist so, ich würde die vierte Generation, abgesehen von Hard Gold Soul Silver natürlich, für mich persönlich in einem Ranking auf eine Stufe mit der sechsten stellen, mit X und Y. Da gibt es natürlich auch viele gute, aber halt auch welche, die einfach meh sind. Zum Beispiel den Top 4 Theme, den finde ich so dämlich, schrecklich, langweilig. Na mal gucken. Das hat einen Rotom für Werte, das weiß ich gerade gar nicht. Weil eigentlich sollte es eine Aquaknarre zum Beispiel aushalten. Ah, Moment, Chris ist ja Wasser. Ja, man könnte auch mal denken, dann würde sowas nicht passieren. Aber es ist paralysiert. Sehr gut. Rotom beruhigt sich. Na, dann hole ich mal eine Aquaknarre raus. Die natürlich daneben geht. Und ich kriege erstmal einen Infostrahler. So muss das sein. So läuft das heute. Oh ja. So, Aquaknarre. Komm schon durch. Bitte, 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 bitte. Danke. Jawohl, du triffst. Nee. Keine Ahnung, was für eine Fangrate das Viech hat, aber bitte killt es einfach nur.
Gott, ist das schrecklich gerade. Eine Attacke geht daneben, natürlich. Ich meine, das ist öfter paralysiert als ich. War ich mit Knospi einmal paralysiert eigentlich? Bin mir gerade unsicher und ich bin tot. Verdammte Scheiße, ich habe zwar einen Beleber. Ich habe keine Ahnung, wie viel so ein Angriff Schaden machen würde, so ein normaler. Was hast du, du 42 Angriff? Likom hat nur einen Wert mehr oder so, ne? Na, okay, sogar ziemlich viel. Und Timmer 46. Flammenrad wäre 90 Stärke. Tempui trifft eh nicht. Funkensprung hat auch ähnliche Stärke. Ist sogar noch stärker. Aber halt mit weniger Angriff. Ich bin gerade sehr unentschlossen. Moment, Rotom ist Elektro. Was überlege ich überhaupt? Klar, Funkensprung rein damit. Chuck geht daneben. Und hat jetzt 5-mal Doppelteam drin, glaube ich. Das wird lustig. Ja, die Musik ist eh nichts Besonderes. Komm schon. Ohne Scheiß, das ist... Danke, ich habe einmal getroffen. Es hat nicht genug abgezogen. So. Jetzt können wir uns Fang machen. Ist das nicht wunderschön? Schön, dass ich vorgespult habe, aber... Nee. Das ist jetzt wirklich nicht so spannend. Also. Jo, Pokéball los. Hat ja gut geklappt. Okay, noch ein Pokéball. Noch ein Doppelteam. Gut, jetzt hat es 5-mal drin. Gott, zum Glück können Pokébälle nicht daneben gehen. Bleib drin! Brich aus! Was für eine Fangrate hat Rotom, bitte? Wie kann ich so ein Problem damit haben gerade? Nicht, dass ich es unbedingt haben will, aber ein Rotom wäre schon geil. Das wäre zumindest mal was, was ich nutzen würde erstmal, denke ich, für den Anfang. Ich weiß das nicht, ich bin echt unentschlossen bei meinen 6. Pokémon. Allgemein, Rotom würde ich wahrscheinlich dann vielleicht sogar eher nutzen als, Smithy? Ich weiß es nicht, weil... Ich finde Luxtra verdammt cool. Aber der Nutzen von Luxtra ist nicht der größte. Gott. Und Rotom, dann hätte ich dann halt echt was, wo ich mir was aussuchen könnte. Weil das ist ja Platin der Fall. Oder brauche ich da irgendein Event dazu? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich mache einen Aufruhr. Ja, das wäre nicht gut, wenn ich dich verliere. Also ich weiß nicht, so ein Rasenmäher-Rotom möchte ich jetzt nicht unbedingt haben. Wash-Rotom auch nicht unbedingt. Wash-Rotom ist ja das beliebteste, beziehungsweise wahrscheinlich auch das stärkste. Kühlschrank-Rotom wäre interessant. Genauso wie ein Evoli, was ich glaube ich auch noch irgendwo bekommen kann. Und dann würde ich mir ein Glaziola holen, weil Glaziola ist einfach nur episch. Glaziola wäre auch saugeil. Oh, es hat einmal gewackelt, es hat zweimal gewackelt, es hat dreimal gewackelt. Ich bin ein Gott! Jawohl! Rotom! Was übrigens Motor rückwärts ist, weil sie mal wieder sehr kreativ waren bei dem Namen. Plasma. Es kann mit seinem Körper in elektrische Geräte eindringen und dann für Chaos sorgen. Soll ich jetzt genauso kreativ sein und es einfach Motor nennen? Ja. Ah ja, genau. Hier. AEG. Das ist ein Hersteller von Haushaltsgeräten, falls ihr das nicht wisst. Größtenteils Waschmaschinen, aber ich glaube, die machen auch andere Sachen. Jo, kann ich hier eigentlich noch was machen? Scheint ihn anzustarren. Wo ging es jetzt, war das unten? Ich glaube, es war unten, wo es in den Raum reingeht. Vielleicht war dafür das Schild. Ich weiß es nicht gerade. Law ist vorne, ja. Oh, du bist noch paralysiert, das tut mir leid. Ich bin entkommen. Ich verstehe jetzt erstmal von den Nebulax, weil ich möchte eigentlich nur hier unten was gucken. Und man könnte dafür auch einfach so schlau sein und einen Schutz einsetzen. Flop. So. Ich glaube, ich brauche Rotom hierfür. Oder halt echt ein Event, das kann auch sehr gut sein. Das weiß ich gerade nicht genau. Die Wesen nicht genau. Okay, naja. Was soll's. Kann schon sein, dass ich dafür das Event brauche, aber ich bin gerade sehr... Sehr un... Un... Irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Un irgendwas halt. Ja, der Baum sieht halt so aus, ne?
Würde ich auch sagen. Ich glaube, Glaziola wäre echt mega episch. Moment, wo kriege ich den Stein für Glaziola? Aber erst ganz oben, oder? Den kriege ich erst bei Blitz auch irgendwo. Das wäre dämlich. Hätte ich Ewigkeit nur ein Evoli. Was ich dann wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwann zu Psyana entwickeln müsste, würde. Und ich müsste die ganze Zeit B drücken. Oder halt, einen Ewigstein geben. Evoli würde ich mir dann vielleicht später holen. Also würde ich dann später irgendwie austauschen gegen was im Team. Die Musik hier ist so cool. Ja, das ist wahr. Das ist eine Sinnebeere. Na, 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 na. Alter, ich kann die ganze Zeit singen. Zwei Himbeeren. Was sind das hier für welche? Morbeeren. Okay. So, und Amarena-Bären. Jawohl. Gib die her. Ich singe schon wieder, das ist nicht gut. Dam, dam, was willst du? Oh, du sammelst Accessoires, jetzt habe ich... Ja gut, danke. Ein Baum? Ein Honigbaum. Hier kann ich ja den Ewigwald einfach überspringen, stimmt. Erstmal hier hoch. Was haben wir denn hier? Pokéball. Silberstaub, was zur Hölle? War hier gegen für Käfer-Pokémon, oder? Bin ich alles täuscht? Ja genau. Verstärkte Attacken vom Typ Käfer. Und hier ist noch was. Schlafrehe, okay. Schade, ich habe auch was Epischeres gehofft. Kann ich nicht eigentlich mal wieder nach Jubelstadt und hier meinen Pokédex updaten? Miep. Knospi, wie sieht's mit dir aus? Komm her. Jetzt Knospi soll herkommen. Du hast zwei Herzen. Jetzt entwickel dich endlich. So. Ich geh mal gleich in eine schöne Jubelstadt, würde ich sagen. Um zu gucken, ob ich für Pokédex neue Dinger bekomme. Nicht, dass ich die unbedingt haben möchte, aber ich möchte jetzt trotzdem so viel wie möglich. Jo. Komme ich hier eigentlich schon rüber? Nee. Ich komme hier irgendwie anders hin. Ich hab's vergessen, wie mit Surfen. Du heilst mich, oder? Das wäre nämlich ziemlich nice gerade. Ja, vielen Dank. Oh. Ja. Bla bla. Danke. Ich heile dich so gern. Badadam, bam, bam, badam, badam. So. So, wie komme ich jetzt dahin? Ja, mit Surfer, okay. Okay, ja, okay. Hat sich erledigt. Da! Immer schön dem Gras ausweichen, so macht man das, Leute. Nicht vergessen. Flori! An die Musik von Flori kann ich mich gar nicht erinnern. Ich muss nochmal durch die Höhle, ne? Da. So. Ich habe doch noch einen Schutz, oder? Einen, okay. Ich kaufe schnell im Markt dann von Jubelstadt ein. Der Fels ist kaputt und zerbrechlich. Und später komme ich hier nochmal zu Surfer irgendwo hin. Ram. Bam, bam. Jubelstadt ist echt der beste Ort für Wander-Pokémon, muss ich sagen. Weil hier gibt es vier angrenzende Routen. Und immer wenn man so hin und her springt, dann springt das Pokémon meistens nur zwischen ein, zwei Routen hin und her. Und wenn man so hin und her springt zwischen Jubelstadt und einer der angrenzenden Routen, dann ist es meistens immer nördlich, westlich, nördlich, östlich oder südlich, weil ich glaube, westlich kann keins sein. Und so habe ich halt Cresselia und Vesprit gefangen. Das geht eigentlich sehr gut, muss man sagen. Genauso die eine Pokédex-Erweiterung, wo man die Wander-Pokémon sieht, das ist mega, mega, mega geil. Jubelstadt TV, da will ich nicht hin. Hier will ich rein, danke. Mit dir? Mit dir? Ah, drei Orden, okay. Ja, ich habe eure Zeit verschwendet. Gut, dann begebe ich mich mal... Ah, ich weiß nicht, ich hätte schon gerne Rotom, aber ich habe jetzt einen Mivi. Und der ist noch... Okay, der ist noch gut. Also Luxio ist noch verdammt gut und ja, Luxra ist halt nicht mehr so verdammt gut. Und ich wollte Schutz kaufen, habe ich gesagt. Ja, warum spiele ich nicht einfach vor? Wupp, 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 wupp. So, ab in den Markt. Baum, baum,
Baum. Die Musik ist so toll. Ich bin die Musik, geil. Wisst ihr das denn überhaupt schon? Was konnte ich in Erzlinge für Bälle kaufen? Ich könnte mir auch jetzt schon einen Trassler holen, indem ich von Erzlinge aus nach rechts gehe. Kann ich jetzt mit dem Rad. Aber ich komme jetzt dann eh nach Erzlinge, wenn ich über den Fahrradweg gehe. Also mache ich das so. Und ich habe schon wieder den Schutz nicht aktiviert. Habe ich ja den Schutz? Ganz unten, ne? Ja. Eine wiederum sehr gute Neuerung, was Inventar angeht, mit Schwarz-Weiß und XY natürlich auch dann, ist, dass man die Items automatisch sortieren lassen kann. Ich glaube, die sind dann zwar alphabetisch sortiert? Nee, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall ist es immerhin eine gute Idee. Und hier gibt's was. Warum sagt mir das keiner? Ja? Den zu schneiden. Oh, wow, was ist gerade mit der Musik los? Die Musik kommt mir gerade sehr seltsam vor. Aber ich glaube, das ist nur, weil sie bei Nacht ist. Das ist sie anders. Hi, bist du wissbegierig? Ich frage dich dies aus einem bestimmten Grund. Ich bin Lehrer in einer Trainerschule und suche immer auf der Suche nach engagierten Schülern. Aber bevor du in den Unterricht kommst, gebe ich dir die CTM. Aha. Was ist das jetzt für eine? Du weißt, dass es männliche und weibliche Pokémon gibt. Liebreiz. Okay. Ja, ja, danke. Ja, ich weiß. Meine Fresse. Für Liebreiz kommt man hier extra hin. Also, komm schon. Habe ich nicht Schutz aktiviert? Habe ich ihn schon wieder deaktiviert? So. Irgendeine Stadt hatte. Nein, irgendeine Route war es. Ich glaube, 209 und Konsorten. Die hatten ziemlich coole, unterschiedliche Musik an, Dingen. Und hat der Felix nicht gesagt, heute ist Freitag, heute ist Samstag? Der Kerl ist auch nicht beisammen. Aber man kann auch tatsächlich mehrere Driftbahnen fangen. Einfach jeden Freitag ist ein Star wieder. Das ist eigentlich ziemlich cool. Jedenfalls wollte ich irgendwas sagen und ich habe vergessen was. Gut, also ja, Evoli wäre eine Idee. Mein Starter möchte ich nicht unbedingt loswerden, weil Panferno einfach nur episch ist. Ich guck mal kurz auf mein Team. Okay, Smithy wäre eine Möglichkeit, das irgendwann auszutauschen, genauso wie Bamelin. Ihn hier nicht, ihn hier nicht. Und Law auch nicht. Also, ich sag mal so, drei Pokémon, die ich auf jeden Fall im Team behalten möchte, komme was wolle, sind Law, Timme und Leecom. Bei Smithy und Chris bin ich mir noch nicht so ganz sicher und hier weiß ich ja sowieso nicht was. Aber Roserade ist einfach mega geil, mit Großwurzel dann später auch zum Beispiel, ist es einfach nur genial. Timme, also Panferno ist sowieso geil und Staraptor ratzt mit Nahkampf auch so viel weg, das ist einfach nur genial. Oh, Nahkampf auf einem Flug-Pokémon ist so eine gute Idee. Warum ist es nicht Flugkampf? Manu. Gut, hier unten gibt's was ich übersehen habe. Mega-Block, danke. Das brauche ich unbedingt. Ja, mit dir habe ich schon gekämpft. Ja, sollte nicht so viel rumspielen. So. Ich habe schon wieder 18 Minuten, ohne irgendwas erreicht zu haben. Bim, 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 badam. Was haben wir denn hier drüben? Hier haben wir ja auch eine Route. Mal gucken, was es hier so gibt. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon hingeschaut habe. Meditier. Oder Mediti. Oder wie auch immer. Ich habe leider noch keine Flottbälle, was doof ist. Aber naja. Ich muss noch mal kurz ewig genau Shop gucken, was es da so gibt. Stachelspore. Außerdem sollte ich, au. Ich bin nur Pflanze, oder? Ich bin schon Gift anscheinend. Muss dann im Shop gucken. Wegen Pokémon, genau. Und ich bin natürlich verwirrt worden durch die Konfusion. Die 10% Chance ist eingetreten. Ma. Och, ich hasse euch. Nö, sehe ich nicht ein, Medici, verpiss dich. Gut, ich würde sagen, dass das es war mit Let's Play Pokémon Smaragd für dieses Mal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich guck mal kurz einkaufen.
Also was gibt's denn hier für Pokébälle? Nicht wirklich geile Bälle. Na dann. Pokéball. Gut. Das war's mit Let's Play Pokémon Platin für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zusehen. Euer Tossi. Ciao.